Wir melden uns hier aus dem Hessischen Landtag in Wiesbaden, wo soeben die Wahl des Ministerpräsidenten stattgefunden hat. Und Boris Rhein hat 76 Stimmen bekommen, ist damit wiedergewählt worden. Es ist sogar eine Stimme mehr als seine künftige schwarz-rote Koalition, also aus CDU und SPD, Stimmen hat. Das war ein bisschen überraschend. Ansonsten war der Tag heute eher ohne Überraschungen. Die Landtagspräsidentin Astrid Wallmann auf Vorschlag der CDU ist wiedergewählt worden. Auch die anderen Kandidaten für das Vizepräsidentenamt der anderen Parteien, lediglich bei der AfD, ist fast ein bisschen erwartbar. Die Kandidatin Anna Nguyen auch in drei Wahlgängen nicht gewählt worden, sodass die AfD als einzige Fraktion jetzt keinen Vizepräsidenten stellt. Während wir hier draußen stehen, wird jetzt im Plenarsaal gerade Boris Rhein vereidigt im Amt des Ministerpräsidenten, hält auch eine kleine Rede. Allzu viel wird er nicht sagen, denn in der kommenden Woche hält er eine ganze Regierungserklärung hier im Landtag. Als nächstes wird dann die Sitzung unterbrochen und dann werden die künftigen Ministerinnen und Minister ernannt und anschließend auch vereidigt. Es gibt ja ein relativ neues Regierungskabinett, 9 Minister von der CDU und 3 Minister von der SPD. Die SPD hat ja deutlich weniger Stimmen bei der Landtagswahl bekommen, ist also jetzt der deutlich kleinere, der Juniorpartner in dieser neuen Regierungskoalition in Hessen. Es gab diese Woche auch schon Kritik an den Mitgliedern des Regierungskabinetts. Also bei der SPD hat man an der fachlichen Eignung gerade von Heike Hofmann und Timon Gremmels Zweifel geäußert. Außerdem haben wir immer wieder hier gehört von Beobachtern, dass der Frauenanteil bemängelt wurde, der viel zu gering sei. Wir haben 9 männliche Minister im Regierungskabinett, aber nur 3 weibliche. Da hieß es von vielen Seiten, es sei ja doch ein sehr, sehr männliches Regierungskabinett. Weiter geht's jetzt, wie gesagt, mit der Ernennung und der Vereidigung der Minister. Und dann hat Hessen seine neue Landesregierung auch. Und in der nächsten Woche, wie gesagt, wird Boris Rhein dann eine Regierungserklärung halten, wird darin erklären, wie die neue schwarz-rote Koalition jetzt sich die Arbeit in Hessen vorstellt. Der Koalitionsvertrag ist ja im Dezember schon vorgestellt worden. Da gab es vereinzelt Kritik, vor allen Dingen auch von dem bisherigen Koalitionspartner der CDU, den Grünen, aber auch viel Zustimmung. Ich habe heute hier auch mit verschiedenen Leuten aus gesellschaftlichen Gruppen gesprochen. Also es gab Lob von Arbeitgeberseite, von manchen Gewerkschaften auch von der Sozialpolitik. Ja, man wird einfach schauen müssen, wie sich die neue Regierung jetzt aufstellt und dann auch inhaltlich präsentiert. Und wie sagt man so schön, eigentlich hat jede Regierung 100 Tage Zeit, bis man ihre Arbeit dann das erste Mal auch bilanziert. Das wird man sehen. Hier lief heute alles relativ reibungslos. Boris Rhein war überglücklich eben nach seiner Wahl, hat sich sehr gefreut. Und insgesamt herrscht hier eine Aufbruchsstimmung im Landtag. Es sind viele, viele neue Abgeordnete hier im Landtag, also rund 50 neue Abgeordnete, die hier in den Landtag eingezogen sind bei der Landtagswahl am 8. Oktober. Also viel Verjüngung sozusagen auch, viele neue Gesichter. Es gibt eine neue Koalition, es gibt einen neuen alten Ministerpräsident. Aber der Unterschied ist jetzt eben, dass jetzt Boris Rhein diesmal nach einer ziemlich triumphal gewonnenen Landtagswahl ins Amt gekommen ist, während er ja im Mai 2022 das Amt von von Volker Bouffier übernommen hatte, der sich als Ministerpräsident zurückgezogen hatte. Die Wahl lief unerwartet gut hier in Hessen. Die Landtagswahl, die CDU hat sehr stark abgeschnitten mit 35%. Die SPD demgegenüber hat nur 15% der Stimmen geholt, ist also wie gesagt der kleinere Partner. Und man wird jetzt schauen, nachdem es heute mit der Vizepräsidentschaftskandidatin der AfD nicht hingehauen hat, wie künftig hier die Zusammenarbeit mit der AfD stattfindet im Landtag. Die AfD hat mit 27 Stimmen, ist quasi die zweitgrößte Fraktion, Oppositionsführerin. Da gab es heute schon so den einen oder anderen Ton der Dissonanz. Der Altpräsident, den die AfD stellt, mit Bernd-Erich Vohl, hat in seiner Rede zu Beginn der Sitzung, bevor also die Landtagspräsidentin gewählt war und die Sitzungsleitung übernommen hat, relativ politisch schon ausgeholt und hat nachhaltiges Haushalten gefordert und mehr innere Sicherheit, mehr Polizei und solche Dinge. Das war also schon sehr politisch. Applaus gab es dafür lediglich von der AfD. Der ist aber mittlerweile erheblich lauter geworden, denn zuletzt hatte die AfD hier im Landtag 14 Abgeordnete in ihrer Fraktion. Mittlerweile sind es 27 und sie wird sich auch sehr selbstbewusst aufstellen. Es ist schon ein Untersuchungsausschuss zu Corona angekündigt. Man wird also schauen, wie hier die Zusammenarbeit künftig laufen wird und welche Töne hier im Landtag auch in der Diskussion vorherrschen werden. Darauf sind wir gespannt und ansonsten bekommen wir heute unsere neue hessische Landesregierung.
Und alles Weitere können Sie dann demnächst in unseren Kanälen und in unseren Zeitungsausgaben auf unseren Portalen lesen.